Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. In der belagerten ukrainischen Hafenstadt Mariupol ist am Mittag ein Ultimatum Russlands abgelaufen. Das Verteidigungsministerium in Moskau hatte die ukrainischen Truppen aufgefordert, sich zu ergeben. Wer die Waffen niederlege, komme mit dem Leben davon. Die Verteidiger der Stadt haben sich auf einem weitläufigen Industriegelände verschanzt. Die ukrainische Regierung bekräftigte ihren Durchhaltewillen. Es ist ein Abschied auf unbestimmte Zeit am Bahnhof von Saporischschja. Der Ort liegt gut 200 Kilometer nordwestlich von Mariupol. Viele Einwohner der stark umkämpften Hafenstadt sind in den vergangenen Wochen hierher geflüchtet. Nun wollen sie weiter Richtung Westen. Aus Mariupol selbst kommen diese Bilder. Die russische Regierung behauptet, man habe die strategisch wichtige Stadt eingenommen. Gekämpft werde nur noch auf dem Areal des Asowstalwerkes. Den ukrainischen Soldaten hatte Russland bis heute Mittag ein Ultimatum gestellt. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums wiederholt seine Behauptung, die ukrainischen Truppen würden mit Nazi-Gruppen und ausländischen Söldnern zusammenarbeiten. Der in dem Stahlwerk umzingelten ukrainischen Gruppe wurde angeboten, freiwillig die Waffen niederzulegen und sich zu ergeben, um ihr Leben zu retten. Nach Angaben aus Moskau sollen sich in dem Werk noch etwa 2500 Kämpfer aufhalten. Nach ukrainischen Regierungsangaben haben sich die Soldaten in dem Stahlwerk nicht ergeben. Der Ministerpräsident erklärt vor wenigen Stunden im US-Fernsehen: Nein, die Stadt ist nicht gefallen. Da sind weiterhin unsere Streitkräfte, unsere Soldaten. Sie werden bis zum Ende kämpfen. Sie sind weiter in Mariupol. Unabhängig überprüfen lassen sich die Informationen zu Mariupol nicht. Für die Zivilbevölkerung geht das Leid weiter. Sie sind abgeschnitten von allem: Wasser, Strom, Lebensmitteln. Präsident Zelensky hatte noch gestern Abend Richtung Moskau erklärt: Die Eliminierung unserer Truppen, unserer Männer in Mariupol wird allen Verhandlungen ein Ende bereiten. Auch in anderen Gebieten in der Ukraine tobt der Krieg weiter. Aus Charkiw, der zweitgrößten Stadt, gelegen im Osten, kommen diese Bilder. Nach ukrainischen Angaben sollen hier 5 Menschen getötet worden sein. Aus Angst vor russischen Angriffen leben sie in Sywiadonezk, ebenfalls im Osten der Ukraine, in diesem Schutzkeller. Seit Wochen zusammengepfercht auf engstem Raum, so auch Tamara mit ihrem Enkel. Wir sind im März hierher gekommen. Da war es nachts und tagsüber sehr kalt. Und hier war es sehr feucht. Deshalb sind viele Menschen krank geworden. In Mariupol bleibt die Lage unübersichtlich. Die Stadt liegt zwischen den selbsternannten Volksrepubliken Donetsk und Luhansk und der von Russland annektierten Krim. Und auch deshalb ist sie für Russland so wichtig. Jo Angerer in Kiew, was hören Sie über die Lage in Mariupol? Naja, die Kapitulation ist gescheitert. Es wird weiter hart gekämpft werden, heftig gekämpft werden. Und das trifft natürlich vor allem die Zivilbevölkerung, die kaum noch Versorgungsgüter hat, die in einer verzweifelten Lage ist. Das hören wir. Es gibt ja auch kaum Fluchtmöglichkeiten mehr aus Mariupol. Es gibt im Grunde genommen nur die Möglichkeit, über humanitäre Korridore rauszukommen. Die müssten aber eingerichtet werden. Beide Seiten müssten einen Waffenstillstand einhalten dafür. Das steht im Moment nicht zur Debatte. Also die Menschen sind eingekesselt, sie sitzen fest, sie haben kaum noch Versorgungsgüter und es wird erbittert gekämpft werden, weil man muss sehen, für die russische Armee ist die Stadt auch so eine Art Symbol, eine Großstadt, die man unbedingt einnehmen möchte, die strategisch große Bedeutung hat und deswegen wird sie weiterhin hart umkämpft sein und die Zivilbevölkerung wird darunter leiden müssen. Und wie ist die Situation in anderen Landesteilen? Naja, es wird an vielen Städten wird gekämpft und bombardiert und mit Raketen beschossen, vor allem im Süden und im Osten, dort, wo man ja auch die Großoffensive erwartet in der nächsten Zeit. Es ist auf jeden Fall so, auch in Kiew hat es Angriffe gegeben. Heute war der Tag relativ ruhig, aber in der Nacht haben wir des Öfteren die Sirenen des Luftalarms gehört. Wir haben die Explosionen der ukrainischen Luftabwehr gehört, die Raketen abgeschossen haben. Es wird hauptsächlich angegriffen, Rüstungsbetriebe,
Wartungsbetriebe auch für Militärgerät. Das alles deutet darauf hin, dass es die große Offensive bald geben wird. Nämlich es gibt einen wichtigen Termin, der 9. Mai, der Tag der Kapitulation, des Sieges im Zweiten Weltkrieg. Und man kann sich gut vorstellen, dass Präsident Putin zu diesem Termin einen Sieg im Donbass verkünden möchte. Danke, Jo Angerer nach Kiew. Papst Franziskus hat in seiner Osterbotschaft die Gewalt in der Ukraine verurteilt. Beim traditionellen Segen Urbi et Orbi forderte das katholische Kirchenoberhaupt ein Ende der Kämpfe. Außerdem erinnerte der Papst an zahlreiche weitere Konflikte weltweit und sprach wörtlich von einem Ostern des Krieges. Nach 2 Jahren Corona-bedingter Pause konnten an der Ostermesse in Rom wieder Zehntausende Gläubige aus aller Welt teilnehmen. Der Petersplatz, ein Meer von Menschenfahnen und Blumen. Um die 50.000 wollen dabei sein, wenn der Papst erstmals seit 3 Jahren die Ostermesse wieder mit Pilgern feiert. Das fühlt sich ganz besonders an. Es sind so viele Menschen, wie wir lange nicht gesehen haben. Mehr als 200.000 Touristen sind in der Stadt. Das ist noch ein Drittel unter dem Niveau vor Beginn der Pandemie, aber ein Lichtblick für Gastronomen und Souvenirhändler. Wir sind erleichtert. 3 Jahre lang waren wir immer hier, haben aber nichts verkauft. Jetzt sieht man endlich wieder Leute. Endlich wieder Menschen am Petersplatz. Der Papst genießt die Nähe zu den Gläubigen. Im Zentrum seiner Osterbotschaft der Krieg in der Ukraine. Werde der leidgeprüften Ukraine, die durch die Gewalt und die Zerstörung des grausamen und sinnlosen Krieges, in den sie hineingezogen wurde, so sehr gelitten hat, Frieden zuteil. Und eindringlich appelliert er an die Mächtigen und Gläubigen. Bitte, gewöhnen wir uns nicht an den Krieg. Setzen wir uns alle dafür ein, von unseren Balkonen und auf den Straßen mit lauter Stimme den Frieden zu verlangen. Ein ermutigendes Zeichen nennt der Papst die große Hilfsbereitschaft gegenüber den Geflüchteten aus der Ukraine. Außerdem erinnert er an die zahlreichen anderen Konfliktregionen in der Welt, wie den Nahen Osten, Libanon, Afghanistan und Afrika. Im Anschluss erteilt der Papst den Gläubigen den traditionellen Segen Urbi et Orbi der Stadt und dem Erdkreis. Der Krieg in der Ukraine hat auch die Ostergottesdienste in Deutschland geprägt. Die Kirchen betonten die Botschaft der Hoffnung, die von dem christlichen Fest ausgehe. Der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Betzing, rief dazu auf, sich für eine bessere Zukunft einzusetzen. Die stellvertretende Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Fiers, räumte ein, die Botschaft der Hoffnung komme angesichts der grausamen Bilder aus der Ukraine schwer über die Lippen. Wieder Masken, wieder ein Corona-Ostern, doch dieses Mal auch ein Osterfest in Kriegszeiten. In Zeiten, zu denen evangelische und katholische Geistliche vor allem eines versuchen, zum Frieden, zur Zuversicht aufzurufen, wie auch der katholische Bischof Betzing im Limburger Dom. Die Hoffnung geben wir nicht auf, dass sich diese Welt zum Guten verändern kann. Ja, dass wir alles daran setzen müssen, weil wir sonst keine Zukunft haben. Hoffnung. Auch im Kölner Dom die zentrale Botschaft. Die meisten Osterpredigten, größtenteils politisch, vom Ukraine-Krieg geprägt. Im Hamburger Michel sprach die stellvertretende Vorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Bischöfin Fers, davon, dass es vor allem jetzt zur Osterzeit darum ginge, Schmerz und Leid zu teilen. Den Schmerz, den viele Ukrainerinnen und Ukrainer gerade erleben müssten. Ostern ist für mich gerade in diesem Jahr ein Aufstand gegen jede Demütigung von Würde, ein Aufstand für Menschlichkeit, für Menschenrecht und Frieden. Doch wie kann der Krieg beendet werden? Mit Waffen? Ein schwieriges Thema für die Kirche, die normalerweise für gewaltfreie Lösungen eintritt. Doch, und so äußerte sich der Rat der Evangelischen Kirche bereits in den vergangenen Wochen, Waffen zur Selbstverteidigung könne man gutheißen. Der ebenfalls evangelische Bischof Bedford Strom rief dazu auf, die verzweifelten Menschen in der Ukraine in die Mitte zu nehmen und erinnerte an die Mütter der Soldaten. Trotz steigender Kirchenaustritte in Deutschland waren viele Ostergottesdienste gut besucht. Gläubige suchten offenbar gerade in diesen Zeiten Halt in der Gesellschaft, wollten auch an die vielen Menschen auf der Flucht erinnern.
EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat an die Mitgliedstaaten appelliert, schnell Waffen an die Ukraine zu liefern. Der Bild am Sonntag sagte sie, nur so habe das Land eine Chance, die Angriffe Russlands abzuwehren. Sie unterscheide dabei nicht zwischen schweren und leichten Waffen, so von der Leyen. Die Ukraine müsse das bekommen, was sie zur Verteidigung brauche. Der ukrainische Präsident Selenskyj hatte wiederholt vor allem die Lieferung schwerer Waffen gefordert. Ungeachtet internationaler Sanktionen soll Nordkorea eine neuartige Lenkwaffe für den Einsatz von taktischen Atomwaffen getestet haben. Nach Angaben der Staatsmedien habe Machthaber Kim Jong-un befohlen, die Verteidigungsfähigkeit und die Nuklearstreitmacht auszubauen. Weitere Details wurden nicht bekannt gegeben. Das südkoreanische Militär bestätigte den Abschuss zweier Flugkörper in Richtung offenes Meer. In der Fußball-Bundesliga hat Union Berlin einen wichtigen Sieg im Kampf um die internationalen Wettbewerbe erzielt. Berlin besiegte Eintracht Frankfurt mit 2:0. Das Spiel Hoffenheim gegen Greuther Fürth blieb torlos. Zuvor hatte Bayern München gegen Bielefeld mit 3:0 gewonnen. Ein Freudenschrei bei Julian Nagelsmann. Das 3:0 in Bielefeld, ein wohltuender Sieg nach dem Aus in der Champions League. Die Führung für die Bayern nach 10 Minuten. Beim Pass von Kimmich, Davis nicht im Abseits. Am Ende ist es ein Eigentor von Bielefelds Linksverteidiger Loss. Kurz vor der Pause ein Schreckmoment. Nian Su trifft Kunze im Gesicht, der zu Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht wird. Im dritten Spiel in Folge muss ein Bielefelder wegen einer Kopfverletzung vom Platz. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte Bayerns zweiter Treffer. Kimmich auf Gnabry. Wieder ist es knapp, kein Abseits. Kimmichs 10. Assist, Gnabrys 12. Tor in dieser Saison. Die Bielefelder spielen engagiert, verlieren aber deutlich. Das 3:0 in der 86. Minute durch den eingewechselten Musial. Die abstiegsbedrohten Arminen von Frank Kramer sind nun seit 7 Spielen sieglos. Die Tabelle: Bayern München weiter an der Spitze, dahinter Dortmund. Leverkusen und Leipzig auf den Plätzen 3 und 4 spielen zur Stunde zum Abschluss des Spieltags gegeneinander. Union Berlin ist nun 6. Frankfurt rutscht ab auf Platz 10, dahinter Mönchengladbach. In der Abstiegszone befinden sich Stuttgart, Arminia Bielefeld und Greuther Fürth. Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg sind ins Finale des DFB-Pokals eingezogen. Sie setzten sich im Halbfinale mit 3:1 gegen den FC Bayern München durch und stehen damit zum 8. Mal in Folge im Endspiel. Dort treffen die Wolfsburgerinnen am 28. Mai entweder auf Leverkusen oder Potsdam. Das zweite Halbfinale wird morgen ausgetragen. Es ist ein weiterer Schritt zu einer sehr erfolgreichen Saison für die Wolfsburgerinnen. Jetzt haben sie alle Möglichkeiten, das Triple zu gewinnen. Im Campus des FC Bayern München treten sie von Beginn an überlegen auf. 19. Spielminute, Jill Rohr bringt den VfL Wolfsburg in Führung. Die Bayern viel zu passiv, bringen den Ball nicht aus der Zone. Rohr mit einem sehenswerten Schuss zum 1:0. In der Folge bringt Jansen Damjanovic zu Fall. Elfmeter, die richtige Entscheidung. Damjanovic tritt selbst an und verwandelt sicher. Der Ausgleich in der 52. Minute. In dieser Phase sind die Bayern besser. Ein Fehler in der Münchner Defensive bringt aber die Wende und Wolfsburg wieder in Führung. Kumagai rutscht am Ball vorbei. Rohr steht genau richtig und staubt ab. 2:1 für Wolfsburg. Die Bayern mühen sich weiter. Wolfsburg allerdings mit den besseren Spielzügen. Das folgerichtige 3:1, 10 Minuten vor Schluss. Tabea Wasmuth mit dem Endstand dieser Partie, der Wolfsburg alle Titel ermöglicht und den Bayern die letzte Titelchance raubt. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Ostermontag, den 18. April. Auch morgen bestimmt das Hoch über Mitteleuropa unser Wetter. Eine Tiefdruckzone macht sich im Südosten bemerkbar. Vor allem im Westen und in der Mitte verläuft die Nacht wolkenlos, über dem Osten und Südosten lockere Wolken. Morgen ist es in weiten Teilen des Landes sonnig oder leicht bewölkt. Im Osten und Südosten besonders am Nachmittag auch mal kompaktere Wolkenfelder. In der Nacht plus 7 bis minus 5 Grad, am Tag 9 Grad im Erzgebirge und 20 Grad am Rhein. Am Dienstag ist es meist freundlich. Im Osten und Südosten mehr Wolken und Regen oder Schauer, in höheren Lagen etwas Schnee. Am Mittwoch freundliches Wetter, im Norden und Osten teilweise dichtere Wolken. Am Donnerstag Sonne und Wolken bis 20 Grad. Ingo Zamperoni hat um 23:35 Uhr diese Tagesthemen für Sie.
Der verzweifelte Kampf um Mariupol, wie es immer noch gelingt, Menschen zur Flucht zu verhelfen, und Fußball-Bundesliga. Ausführliche Berichte von allen vier Sonntagsspielen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.